Oh, Level 10, das ist aber echt bescheiden. Gucken, ob ich den trotzdem schaffe. Ach, das ist der, der diese Kotze auf mich wirft. Die sind widerlich, diese Viecher. Jetzt bin ich nämlich gerade erstmal noch kurz irgendwie ein bisschen vergiftet. Widerlich. So. Hier oben finde ich vielleicht noch. Cool. Ich kann aufsteigen. Kann ich gleich mal gucken. Ja, nicht jetzt. Intelligenz. Ich würde doch noch mal auf die Stärke und aufs Geschick gehen, weil das sind so die Waffen, die ich benutze. Kann ich hier eigentlich rausspringen? Das wäre lustig. Nee, okay, also. Hey Typ. Ja. Zerhackstückelt. Ich brauche immer noch Parfümflakons in. Da ist noch ein Häuschen. Oh. Jetzt weiß ich, was die Tierwanderung ausgelöst hat. Sie ziehen südwärts auf der Flucht vor der tiefen Schlucht im Norden. Sollte das tatsächlich stimmen, könnte es eine Warnung sein, dass sich die Verderbten dort zu einem neuen Vorstoß ins Lichtholz versammeln. Dies hat mir einen Jagddurst genommen. Bleibe ich zu lange hier, werde ich zur Gejagten und ich fürchte um meine Seele, sollte diese Teufel mich gefangen nehmen und zum Bruchberg bringen. Okay. Ist noch eine. Kältetod. Renés Tagebuch. Okay, ich lese jetzt, glaube ich, hier nicht immer alles vor. Wir wollen ja sonst so ganz grundsätzlich auch ein bisschen vorankommen. Und ich glaube, das ist etwas kontraproduktiv, wenn ich hier jedes kleine Ding. Madame et Monsieur. Okay. Renés Tagebuch ist ja scheinbar weit verteilt. Entweder es war hier gerade jemand drinne und hat den abgeschlachtet oder hier gibt es niemanden. Hier gibt es keinen bei der Kiste. Okay, ich schreibe mich nicht so an. Das kann man, wie gesagt, ja immer noch lesen, wenn man das Bedürfnis danach hat. Das ist ein ganz süßer, hm? Oh, hier habe ich auch noch was. Renés Tagebuch. Das liegt aber überall hier. Ich trinke mir mal ganz kurz was. Und esse auch eine Kleinigkeit. So, jetzt muss ich ja noch irgendwie was finden. Da drüben sind noch Häuser. Gehen wir mal darüber. Ich hoffe, da finde ich dann alles. Ein bisschen was. Ein bisschen von diesen Leuten abschlachten. Das kann ich ja dann noch machen. Oder hat sich jemand schlafen gelegt? Oh.
Meine Güte, du bist aber aggressiv, mein Freund. Parfümflakons. Oh, Edelstein. Ja, toll, super. Okay. Waren wir da drüben schon? Ich glaube nicht. Nur ein Schweinchen. Nee, doch, das waren die, wo wir eben waren. Nee, ich muss hier rüber. Das da hatte ich noch nicht. Mal aufhören, hier rumzuwürgen, du bist widerlich. Doch, da ist noch was. So, das können wir uns alles später noch durchlesen. Das haben wir ja gesammelt. Also, ich hoffe, jetzt kriege ich mal alles. Einen muss ich noch umbringen. Rohedelstein wäre super. So, okay, also einen noch zerhackstückeln und dann... So, wo seid ihr denn? Rennt doch sonst überall rum. Gut. Dann können wir jetzt zurückgehen. Meine Freunde, wo kommt ihr denn her? Ihr nervt mich ja. Schon gewundert. So. Irgendwo da ist mein Lagerfeuer. Da gehe ich gleich mal hin. Ruhe mich ganz kurz aus für einen halben Weg. Schön, oder? So, kann ich? Ich hab doch Essen hier, oder? Zweimal Hühnchen. Gekochte Erdbeeren. Habe ich aus Hühnchen hergestellt. Ja, das muss erstmal jemand hinkriegen. So, hier habe ich noch Essen. Okay. Oh, die habe ich noch gar nicht geöffnet. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, der ist besser. Den setze ich mir gleich mal auf. Und den Rest kann ich dann, muss ich dann auch mal wieder ins Dings bringen. Oh, ich muss, glaube ich, mal kochen. Ein bisschen mehr kochen. Kleine Ration. Gibt's nicht noch, gibt's nicht noch anderes? Nee. Okay, kann ich hier echt nichts weiter machen? Scheinbar nicht. Na gut, okay, dann eben nicht.
ich das eigentlich immer wieder abreißen oder? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, oder ob ich dann einfach irgendwo was Neues bauen könnte. Mal gucken. Können wir das nächste Mal ja einfach an einfach testen. Erstmal zurück. Und dann gehen wir, glaube ich, gleich mal zum Lager, wenn ich das wiederfinde. Nerv mich nicht. Rennst du mich denn an? Ich laufe doch hier nur vorbei. Mann, Mann, Mann. Die sind auch ein bisschen unausgeglichen, diese Ertrunkenen, ja? Dafür kann ich ja nichts. So. Wo genau war dieses Lager? Ist das hier so? Ja, ich nehme einfach das. Ausrüsten, verstauen. Ah, ja, guckt euch das an. So, das kann ich alles schön. Was ist das denn? Regenköder. Aha. Ja, den Rest kann ich ja fast erstmal noch behalten. Weil ich diese Waffen erstmal weg habe, weil die sind ja echt schwer. Hallo, ich wollte doch mit dir reden. Das Manifest der Marodeure. Aha, okay. Jetzt. Gut gemacht. Du hast bestimmt eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Hervorragend. Eine kluge Entscheidung, sich den Marodeuren anzuschließen. Wir zeigen dir den Weg zu deiner Bestimmung. Okay. Wieso spricht sie immer so? Mein Schwert, mein Leben. Wähle, wie du unsere Sache nun unterstützen willst. Warum hast du mir das Bist du stolz darauf, zu den Marodeuren zu gehören? Dann zeige es. Färbe deine Rüstung in den Farben unseres Banners. Ja, ich meine, grün ist eine schöne Farbe, oder? Außenposten ist ein Spiel, in dem Spieler in zwei Teams als 20 Spieler auf einer großen Insel mit drei Außenposten gegeneinander antreten. Spieler müssen die Außenposten. Okay, kann ich jetzt gerade? Du hast bist nicht in einer Gruppe und ich bin nicht Stufe 60. Okay. Auch nicht so schlimm. Offene Fraktionstafel. Achso, hier kann ich jetzt wahrscheinlich auch. Wir benötigen Vorräte für die Marodeure. Hunt down Wölfe in the Granville Area and bring back your bounty. In Canon-Grabstätte gibt es Dinge, die für den Feldzug der Marodeure von großem Wert sein können. We've identified a threat to Marodeur interests in this region. Go to Cooper Ranch and defeat every Hunslinger necessary with extreme produce. Mhm. Birg das Marodeursobjekt und warte dann auf weitere Anweisungen. Ich mach das mal. Wenn du in einem PvP-Mission anwirst, wirst du automatisch für den PvP-Modus markiert. Während dieser Mission kann die Markierung nicht aufgehoben werden. Um die Markierung aufzuheben, musste erst die Mission abgebrochen werden. Bist du sicher? Nein. Okay. Ja. Okay, hier kann ich also Marodeur, klar, die abgeschlossene Mission von der Fraktion Wildschwein senden Report zur Local Magistrat. Hä? Dieses Denglisch ist irgendwie ein bisschen verstörend. Soll ich jetzt von dir eins... Mein Leben. Wähle, wie du unsere Sachen. Ja, okay, also ich soll hier, also PvE, ach so. Cooper Ranch. Oh. Ja, Wölfe oder... Ach komm, ich nehme das. So, wo soll ich hin?
überhaupt zu Cooper Ranch? Das ist wahrscheinlich die von eben, oder? Ist ja eigentlich in derselben Richtung. Warum sieht es da so nach Tod aus? Ja, also dass hier durch die Kante rennt, ist natürlich manchmal ein bisschen... Nee, er hat nicht mit mir gesprochen. Eugene's Ex. Okay. Ja gut, das ist die hier. Das ist die Ranch. Mache ich mir jetzt trotzdem mal eben ein Lagerfeuer. Ich muss Holz sammeln, sehe ich gerade. Demnächst auf einen Busch. Ein bisschen was haben. Ein bisschen was in der Tasche. So. Cooper Ranch. Kommt zu mir, meine Lieben. Ich möchte euch abschlachten. Ach, guck mal, da seid ihr ja. Cool, hallo. Hey, mein Freund. Sei nicht so aggressiv. Ich will dich nur kurz umbringen. Das ist gar kein Thema. Muss jetzt nicht gleich so ausrasten. So. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Moin. Du hockst da so angenehm. Zerhackstückeln. Ich mag zerhackstückeln. Zerhackstückelt. Stückeln. Das war eine Kleinigkeit snacken. So. Schweine sind natürlich auch cool. Bisschen was Fleisch und so. Gartenschwein. Wer kennt es nicht? Das Gartenschwein. So, da ist noch einer. Ja, das war ein bisschen zu weit weg, aber gut. Drei noch. Zackstücke. Da ist einer. Oh, das ist so ein Kotzer. Ein Ekelpaket. Hör auf zu kotzen, das kannst du schön vergessen. Du bist widerlich. So, hier hinten ist doch bestimmt jemand gespawnt. Der Gutste. Mach ich den nochmal fertig. Gut. War hier nicht noch einer? Hier auf dem Feld war noch. Ist doch theoretisch. War hier noch einer. Hey. Ach, da hinten. Nehme ich den, ist auch in Ordnung. Schwert und Schild. Ich glaube, jetzt kann ich das Schild auch einmal ein bisschen aufbessern. Stürme 5 Meter nach vorn. Ich denke, das ist in Ordnung.
Hausschwein. Gartenschwein meine ich natürlich. Okay, Rohleder ist auch nie schlecht zu haben. So, mal gucken. Jetzt kann ich doch bestimmt... Erntesichel könnte ich auch... Oh, ich mache jetzt mal eine Erntesichel. Dann kann ich nämlich auch mal ein paar... ein paar Kräuter abernten, wenn ich dann mal welche sehe. Okay. Was ist das eigentlich? Ausruhen muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich lasse das da erstmal stehen und laufe erstmal wieder nach Hause.